Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur neuen Folge von My Time at Port, ja. Ich war gerade etwas verwirrt wegen der Musik. Hello. Moin, Ack. Mally has been asking me a lot about the structures of the past. But since I lived in a big mansion and didn't go out much until I was uplifted to the space station, I really don't know much. Aber war es seine Wohnung? Sein Haus? Oder war er Angestellter? Weiß man nicht. Also, ich zumindest nicht. Ich habe gestern Abend noch ein bisschen hier ne, Sachen gesammelt und gestern Mittag ein bisschen geangelt. Ein paar Fische hat sich gelohnt, ne? Ein paar Tierchen noch hier, also Krabben und Zeug gemacht. Kann das sein, dass wir keine Sprungdinger mehr? Du hast eine Menge Arbeit geleistet, werde ich mir anschauen, Ack. Werde ich mir anschauen. Und Switch Crime wollte ich schon sagen. Switch Crime Gamer hat mir geschrieben. Ich bin der Story voraus, deswegen ist ja alles wohl ein bisschen durcheinander demnächst hier in der Story, aber na, werden wir sehen. Herr Yogi, ich habe den Bauplan für den Raddampfer dem Brief angehängt. Ich habe die Schaufeln so klein gemacht, dass sie die Fische nicht stören sollten. Ich freue mich schon darauf, ein paar Wochenenden auf den Sternlichtinseln zu verbringen. Also leg los. Komm schon, Petra. Ja, das ist ja das, wo ich mir Sorgen gemacht habe, ne, dass die Schaufeln die Tiere auch stören. Aber das wurde beachtet. Können wir also ganz froh sein. Oma Majälchen hat mir geschrieben, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, hat mir geschrieben, dass ich die Tiere mehrfach streicheln kann oder mehrere gleichzeitig mit dem Staubwedel. Ich hatte ja schon mal einen gemacht und dem, ich glaube, Russo geschenkt, weil ich dachte, ne, der ist Butler, vielleicht kann er so einen Staubwedel gebrauchen. War ja nicht der Fall. Es passt ganz gut, weil wir haben ja, oh, wir müssen hier Dinge herstellen. Komm, Dinge. Alle Dinge. Qualitätslevel, schon wieder. Feines Fell. Können wir feines Fell wenigstens herstellen? Ja, können wir machen. Moment, was steht. Ach nee. Ich sollte vielleicht dazu eine weitere Bank gehen. Aber ich habe noch 44 feines Fell. Warum kann ich kein Qualitätslevel? Ach so, wegen der Pigmente. Ich muss Pigmente wieder kaufen gehen. Oder mischen, aber dafür bräuchte man Regenbogenblumen. Die haben wir aktuell nicht. Die müsste man mal kaufen, vielleicht dann doch und anpflanzen. Wir sind auch noch alle beschäftigt. 2 Tage, 4 Tage, ein Tag, 3 Tage, 2 Tage. Und auch noch für 3 Tage Strom. Ja, perfekt. Läuft. Moin, Jungs, Mädels. Schön trainieren. Ist der Dünger leer? Ack, haben wir keinen Dünger mehr? Sag das doch, Ack. Ich habe doch alles gesammelt, was man sammeln kann, um hier Dünger herzustellen. Da geht es unseren Pflanzen direkt schlecht. Leider hat es ja nicht geklappt, dass wir uns noch einen Stall kaufen und dann ja, mehr Kacke produzieren sozusagen. Das heißt, wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben. Viel zu wenig natürlich. Viel zu wenig. Das heißt, ich werde auch nicht. Komm, wir machen einen Staubwedel. Beim Staubsauger wird es vermutlich nicht. Sorry. Beim Staubsauger wird es vermutlich nicht klappen. Ja, moin! So, mache ich doch meine Hühnchen gerne glücklich. Okay, es ist so ein Area-Effekt. Also, wir müssen mal hier noch eine Runde. Das eine hier hinten, das streichle ich persönlich. Das streichle ich noch persönlich. Das ist der kleine Lämmelein. So. Und dich streichle ich auch noch persönlich. Ultra gut! Ultra gut mit dem Staubwedel. Vor allem bei den Hühnern. Also, ne, hier drüben, klar, größere Fläche. Ich würde es ja voller stopfen, ne? Aber Tierschutz hat gesagt, nee, mach mal lieber nicht. Sehen wir eh schon alles ein bisschen kritisch hier. Das Pferd steht mitten im Nirgendwo zwischen gefährlichen Maschinen. Ja. Aber, ne, Horsi verrät uns nicht. Solange wir ab und zu mal streicheln. Ich könnte den ganzen Tag starren. Kommt aus dem Hintergrund creepy. Ich muss jetzt mal gucken hier, Stall. Er ist schlecht gelaunt. Und ich weiß nicht warum. Muss ich ihn abends in. Also, ich meine, 100%. Ist die Hungerstufe, dass der Hunger hat? Er hat doch Mehl. Er hat 13 irgendwas auf jeden Fall drin. Mehl. Oder nicht, vielleicht. Ich weiß nicht, ob. Sollte ein Pferd Mehl essen? Wir tun das mal raus und du kriegst Pflanzenfasern. Das hört sich auf jeden Fall besser an für ein Pferd. Also, ich meine, Zucker soll man den ja auch nicht unbedingt. Also, ich. Also so diese klassische Zuckerwürfel. Ich meine, das wäre für Pferde auch nicht so gut. Aber so kennt man es halt aus ja, diversen Filmen, Serien, Büchern. Aber, ne, machen wir auch mal nicht. Aber Mehl? Kriegt das Pferd oder Staublunge? So, einmal A.
Für 1,6. Oh, für 5.000. Fortgeschrittene Zielmaschinen, 2 Stück. Ja, ist ja nicht so, als hätte ich da zufällig 3 rumstehen und aktuell, ne? Für 5.000? Könnte ich da vielleicht? Ossi, das können wir, oder? Und dann würde ich sagen, kümmern wir uns mal um den Raddampfer. Kann ich schon mal gucken, ob wir da irgendwas Spezielles produzieren müssen. Wo ist er? Ah, da. Süß. Ist es vielleicht deswegen, ne, weil also das jetzt hier aufploppt, dass wir eigentlich erst hier sein dürften und die ganzen Dinge noch gar nicht haben dürften? Aber ich mache halt einfach alle Quests und übertreibe vielleicht ein bisschen. Es fehlen den 2 Paddeln. Und übertreibe vielleicht ein bisschen bei der Produktion, aber also ich finde jetzt noch nicht, dass ich da viel übertreibe. Ein bisschen vielleicht. Ein bisschen. Ich gehe davon aus, dass andere Leute dieses Spiel noch effizienter spielen und noch mehr auf Mannschützer. Will ich ja. Ja, kann ich die jetzt nicht anziehen. Ich kann nichts anziehen, voll. Ich dachte, ich kann die jetzt anziehen. Irgendwer braucht bestimmt ab und zu Ruhe. Das heißt, wir können das als Geschenk nutzen. So, hauen wir. Ja, während wir jetzt hier unsere 2 Maschinen verschenken gehen. Ja, oder was? Ich sag jetzt mal nicht verschenken, verkaufen trifft's eher. Vielleicht sollte man dann auch nochmal einen Auftrag starten für Fälle. Moment, wer kriegt denn das jetzt? Ach, die chillen wieder hart da drüben. Kurzen Auftrag starten, dann gehen wir das abgeben und dann kümmern wir uns um den Raddampfer. Ich hoffe übrigens, das passt für alle von euch, die hier zuschauen, dass ich aktuell nur so, ich sag mal, halbe Tage spiele, in Anführungsstrichen. Vielleicht mal bis zum Abend noch, aber dann halt farmen gehe. Weil ich mir denke, farmen macht halt Sinn, aber farmen ist... Someone took the relic, but then decided to hand it back. My time here might turn up something interesting after all. Ja, Jungs, ihr seid hier I want to marry her. Was? Oh, would you shut up! Stop thinking about that core girl! Not like we have anything else to do. Ah ja, plus B10, B10, 113. Mhm. Ah, that's true. Why are we in here anyway? How do I propose to her? Oh, for crying out loud! Nee, aber ich denke halt, Farmen ist wichtig, aber nicht unbedingt das Interessanteste zum Zugucken. Deswegen mache ich das halt immer so ein bisschen nebenher. Ich meine, wir könnten auch direkt krasseres Fell besorgen. Oder müssen wir mal. Ich glaube, ich würde aber bei dem Fell hier bleiben, das kostet am wenigsten. Ich bin Schwabe. Zugezogen zwar, aber ich bin Schwabe. So. Jetzt haben wir das, was kriegen wir? Wir kriegen noch Schleim, oder? Ja. Hallo. Ja, hier, nicht unerledigt. Dauer 7 Tage. Sollen wir mal Zeug ranschaffen hier? Nee. Ja, so hier, einen von den kleinen Kindern hier beauftragen, ein paar Lamas abzukuscheln. So, dann gehen wir mal rüber auf unsere Außenstelle. Sandfels? Nee, ist nicht Sandrock. Und das Story-bedingte übrigens, warum das wohl so ist, dass ich meiner Zeit voraus bin hier. Dass wohl einiges nicht hier ins Spiel geschafft hat, was wohl... Also Sandrock, das der zweite Teil quasi, sage ich jetzt mal, von dem Spiel hier. Der sollte wohl eigentlich Teil dieses Spiels hier werden. Hat Switch Crown Gamer geschrieben. Und ja, das ist jetzt ja nicht der Fall. Das ist ein extra Spiel, was gerade im Early Access ist. Moin Mädels! Moin Antoine! Hey! Es geht. Ja, jetzt hast du hier 2 Sachen. Viel Spaß beim Rumtragen. I think you are good. Quite comparable to Dr. Shu. Naja. Guck mal, wenn du hier draußen bist, ne? Kleines Picknick. Schön Obstsalat.
Sonja, was geht ab? If they're really going to open up Starlight Island soon, I'll be the first visitor in line along with Emily. Ich weiß. Eine Muschelhalskette. Wow, oh yeah, oh yeah. Gut, Beziehung mit Emily kann ja gar nicht mehr besser werden. Die müssen wir mal bald heiraten, falls wir Emily heiraten. Bin ja immer noch etwas unentschlossen, wer die oder das sinnvollste Heiratsobjekt ist. Ich meine, die haben ja kein Mitspracherecht, ne? Die kriegen Geschenke und dann sind die glücklich und dann... Na, super, super. 74, die Preise sind echt low. Ist ja eigentlich mal zuschlagen aktuell. Aber ne, ich weiß halt nicht für was. Wir kaufen uns mal ein Rezept. So. Hier nochmal kurz abchecken. Ui, der Preis ist noch höher gegangen. Ich habe hier noch 163, den ich glaube gestern waren wir bei 190 oder so. Ich da die kleinen Schafe? Higgins-Bestellung. Interessant. Ja gut, Baumwolle haben wir nicht, das haben wir schon gesagt. Aber ne, wir haben ja noch 2 Tage. Und an denen arbeiten wir ja noch. 8 Stück haben wir bis jetzt. Heute dürften wir nochmal 10 oder so klar kriegen. Das heißt, 30, 40 könnten wir zusammenkriegen. Naja, schon mal einen Anfang. Wir lernen mal schnell dieses Buch. Oh. Gut, ich habe auch übrigens hier den 4. Punkt noch reingeskillt. Mein Ausdauer muss verbraucht werden und Ausdauer verbrauchen bringt XP. Rossi, wo bist du? Da. Ich meine, wir haben auch mittlerweile genug getrocknete Apfelringe, dass ich hier, ne, 10 machen einmal voll, das heißt 14 Mal komplette Energie voll machen kann. Ja, da ist was möglich. Rein theoretisch kann ich eine lange Zeit... Oh, Jungs und Mädels. Hallo. Hallo. I wonder if I can take a boat trip to Vega 5, if I stay in the cabin the whole time. Papa probably won't let me, though. Kein Problem, ich kümmere mich um deinen Vater. Was? So, mit dir kommen wir, machen nochmal ein Date klar. Am Peach Plaza. Na, ja, heute Nacht. Machen wir mal heute, 20 bis 22 Uhr. Am Morgen, okay. Ja. Was geht? Albert is a good partner. Also a good friend. Ja, und er will deine Schwester knallen. Näher kennenlernen. Hab ich hier? Ja, lass es. Chosen wisely this time. Ja, ich weiß. Ich hatte da so eine Vermutung. Ist das ein Passagier? Ja. Musa guckt sich den Fluss an. Hi. Will der hier Wasser abschöpfen und uns verkaufen? Wir wissen noch gar nicht, was wir ihm Gutes schenken. Vielleicht eine Muschelhalskette? Na. Könnte ich was Besseres aussuchen. Oder! Bringt auch gut XP mit einem Schlag, der uns 1 Ausdauer kostet. Kriegen wir einfach 500 XP, weil wir alle auf einmal treffen. So. Kaki nehmen wir mit. Stand eben auch als Tooltip mit drin. Ne, kannst Kaki gut verwenden, aber ne, vielleicht nicht den Bewohnern schenken, die stehen da nicht so drauf. Hat mich schon gewundert, dass die da nicht so drauf stehen. Gut, wir haben es ja schon, hab's ja schon mal versucht. Na gut, zum Boot. So, wo können wir das jetzt einsetzen? Bestimmt am Hafen. Ah, ne. Wollen wir reisen gehen? Für eine Winterreise. Hätte ich das gewusst, hätten wir das gleich mitgenommen. Ein dickes Lama. Hallo, Baumwolllama. So, jetzt müssen wir eigentlich mal noch fangen. Dass wir da eine schöne Crate bauen und so ein Baumwolllama fangen. Und auf dem reiten. Also nichts gegen Horsi, ne? Horsi und ich sind ja gute Freunde mittlerweile. Aber Horsi ist dauernd schlecht gelaunt. Ich streichle immer brav, ne? Und du? Very nice. Ja. Top quality as usual. Mm-hmm. I'm sure the mayor will be thrilled to see this. I can't wait to go over there and take a walk among the corals. Das ist aber also bestimmt nicht gut zwischen die Korallen, das für die Korallen so. Militäruniformhose. Ja, kaum öffnen sich die Grenzen, müssen wir an die Front oder was? Hoi, 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 hoi. Was kann die? Verteidigung 220 und Ausdauer 45. Finde ich, sieht auch ein bisschen cooler aus als diese Bubi-Hose hier. Ne? Weiß ja immer so, Jungs tragen kurze Hosen, Männer tragen lange Hosen, aber, ne? Zumindest war das so früher die Etikette. Also früher, vor so 50, 60 Jahren.
Hallo. Jo, wir können ja mal unsere Fallenkiste aufstellen und gucken, was wir brauchen für das Baumwolllama. Ist ja mittlerweile sehr lange her, dass wir das letzte Mal versucht haben, das Lama zu fangen. Habe ich eine Klamottenkiste? Nenne ich sie Klamotten oder nenne ich sie Kleidung? Ich nenne sie Kleidung. Ich tue da auch mal die Kopfhörer rein, ne? Kann man anziehen, ist für mich Kleidung in dem Moment. Können wir auch mal hier die Stoffe einsortieren. Ein bisschen Platz wieder ins Inventar bekommen. Das ist ein bisschen voll aktuell, gebe ich ja zu. Hier, das kann man da reintun, das kann man da reintun. Und die Knochen vielleicht nicht gerade. Essen haben wir auch das ein oder andere. Essen. Oh, Apfelsaft war ja auch was, was wir... So, ein bisschen was her. Wir können hier, ne? Ja, Apfelsaft ist immer noch da. Ich brauche mehr Äpfel. Oder wir brauchen Äpfel. Ich habe nur noch Aroma-Äpfel. Ich weiß, wer gleich ein paar Bäume treten geht. Ich glaube, unsere Apfelernte, die wird noch ein bisschen auf sich warten lassen. Ja, Fleisch ist voll. Essen roh. Essen roh 2. Das ist nämlich roh. Nicht? Oder können wir mal die Fischsuppe, können wir mal darüber, das tun wir darüber, das tun wir darüber. Aprikosen haben wir noch, würde ich mal behaupten, so. Kürbissamen, Frühling und Sommer. Ja, bald ist neue Saison, da können wir neue Dinge anpflanzen. Auch schön. Moment, Essen roh 2. Da können wir mal reintun unser Mehl. Unser Zucker, unser Salz. So. War noch irgendwas Rohes da? Kleidung, wir können unseren Bikini da noch reintun. Ich kann ihn ja nicht anziehen. Der passt mir nicht. Daher kann ich ihn auch nicht tragen. Passe ich einfach nicht rein. Bin zu muskulös. Naja, nennen wir es so. So, dann gehen wir noch mal in Essen fertig. Essen fertig. Ja, tun wir den Saft auch mal rein. Den können wir ja wieder rausholen. Werden wir eh machen müssen. Weil wir brauchen dann echt... Ich brauche hier Dings. Stein, Stein, Stein. Da kommt ihr noch rein. Garten. Garten, Garten, Garten. So, ab geht's noch gut hier mit den Pflanzen. Ne? Hier ist alles noch eingepflanzt. Der braucht nur Dünger. Da arbeiten wir aber dran. So. Dann kann er hier auch gleich mal wieder... alles wegdüngen. Sehr Gott sei Dank muss ich ja nicht extra die Kiste machen, sondern kann das wirklich hier reinkloppen in die Gartenkiste. Das war ja erst die Vermutung. Ich nehme an, das war früher auch so, dass man diese Helferskiste einfach brauchte. Aber das ist ja nicht mehr der Fall. So, Ausdauer plus 8. Ja, Ausdauer haben wir genug. Wir haben ja Steinhocker in Nutzung. So, du bist fertig. Ja. Ich glaube, ich werde jetzt ein paar Pigmente kaufen gehen noch. Und dann können wir nämlich das Qualitätsleder noch anbauen. Herstellen, besser gesagt. Anbauen ist hier das falsche Wort. Hello! Du hast doch Pigmente. Ist teuer, aber aktuell ist günstig. Nehme ich. Ja, ja, mit Bedacht. Erstmal einen kompletten Bestand an Pigmenten gekauft. Wir brauchen definitiv Regenbogenblumen. Ist ja preislich hier nicht mehr zum Aushalten. Da sind wir wieder runter auf nur eine klasse Maschine hier. So, stellen wir mal direkt was her. Ah, da brauchen wir Baumharz. Können nicht immer nur Harz herstellen hier drüben, ich sehe schon. So, Aprikosensaft würde gehen. Apfelsaft nicht. Fehlen uns Äpfel. Landwirtschaft und Baumtritt. Sagen, der Baumtritt muss wieder eingesetzt werden. Dann machen wir nochmal eine Runde Mehl. Also, ich brauche mindestens 49 Äpfel. Warte, ich muss hier Bäume treten, Horsi. Kommt vor allem Schnee runter. Nein, Horsi, jetzt nicht. Ich bin doch gerade mit Bäume treten beschäftigt. Das ist hier XP-technisch nicht... Ein Gummifruchtbaum. Warum trete ich eigentlich Bäume, wo keine Äpfel dran sind?
Ich könnte ja auch einfach Bäume treten, wo Äpfel dran sind. Moin, Remington. Zum Beispiel diesen hier. Da sind Äpfel dran. Das macht ja viel mehr Sinn, den zu treten. Weil, ne, wo Äpfel dran sind, können auch Äpfel runterfallen. Ein Apfel. Drei Apfel. So, eigentlich müssen wir jetzt direkt zurückreiten, die schon direkt in Produktion geben. Aroma-Äpfel. Ich will doch ganz normale Äpfel. Der Baum ist ausgetreten. Dann reiten wir jetzt nämlich auch wirklich direkt zurück. Beauftragen das direkt. Dann kann der schon mal produzieren, während ich weiter Bäume trete. Ja, Bäume brauchen das ab und zu mal. So, tanken wir auch auf, da kann da schon mal nichts passieren. Muss der auch getankt werden? Ja, der muss auch getankt werden. Tanken wir hier natürlich auch mal direkt. Auch hier eine kleine... Na, hier nicht. Der ist noch voll genug. So. Das haben wir erledigt. Los, Horsi, auf zum nächsten Apfelbaum. Oh, ich sehe gerade, die Folge ist vorbei. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da. Gerne natürlich auch ein Abo. Fragen, Wünsche, Anregungen, wie immer in die Kommentare. Und morgen 18 Uhr sehen wir uns wieder. Bis dahin, bleib gesund, hau rein und bye bye.